Servus Kinners und herzlich willkommen bei mir, dem Nerd, der raged. Und wir zocken immer noch Stacking. Und erschrecke Debbie den Starken. Und ja, was haben wir geschafft? Wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, alle Familienmitglieder beieinander, außer Mutti. Mutti wird noch von dem großen, lolli-lutschenden Etwas festgehalten. Und den müssen wir erschrecken. Genau. Das ist unsere Aufgabe. Und ich sehe gerade wieder eine sinnvolle Person oder Puppe, nämlich der hier. Können wir gleich mal gucken, ob hier irgendwer in der Nähe ist, der uns dabei behilflich sein kann. Aber ich würde mal sagen, nö. Gehen wir wieder einen Tacken weiter nach oben, weil da unten waren ja bloß unsere unsere wertgeschätzten Familienmitglieder. Ja gut, die wird es nicht sein, weil die kann kitzeln. Und wir haben ja den anderen Typen da schon per Kitzeln umgehauen. Deswegen denke ich nicht, dass das nochmal passieren wird. Okay, und der wird mir ja auch als wichtig angesehen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Na gut. Und ich habe auch so das Gefühl, dass der Spion vielleicht irgendetwas damit zu tun hat. Aber ich wüsste dann nicht, was. Öl verschütten. Na gut, verschütten wir einfach mal Öl. Und jetzt? Okay. Keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat. Und das geht auch irgendwann wieder weg. Na gut, na gut. Ich würde sagen, wir gucken mal auf Caps Lock, auf die magische Taste. Und ja, genau. Und enthüllen hier mal den ersten Tipp. Er wartet auf seine Wachablösung. Hä? Er? Der Dicke da? Nicht dein Ernst, oder? Der wurde doch hier von dem Baron offiziell eingesetzt. Der wird sich doch dafür eine Wache nicht, oder von einer normalen Wache nicht ablösen lassen. Außerdem sehe ich hier keine besondere Person mehr, außer der hier, der sich mit uns dreht. Also das heißt, Kindernotsteuerungssystem. Wut. Diese Kiste ist tabu. Was macht denn die Kiste? Oh, guck mal da hinten. Ein Hebelchen. Dass ich so jetzt leider nicht benutzen kann. Dann bräuchte ich jetzt wahrscheinlich wieder eine Person. Egal, ich schlupfe hier mal wieder raus. Und guck nochmal eine Runde in die Weltgeschichte. Nö. Nichts zum Benutzen. Ich würde mal wieder so gerne eine, ja, nützliche Puppe befingern. Aber leider ist hier nichts Nützliches im Raum. Meine Güte, das gibt es doch nicht. Hier, das kann doch nicht so schwer sein. Bla 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 bla, Wachablösung. Er wird sie an der Maske erkennen. Okay, warte mal. Ist es echt so simpel? Wenn ich einfach jetzt so einen Typen da nehme. Okay, warte mal. Ich komme noch nicht rein. Ich brauche noch eine größer. Du noch. So, und jetzt halt, oder? Ich kann nicht in die rein. Guck mal. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Oder brauche ich noch eine Puppe größer? Nee. Gibt doch nicht noch größer, oder? Genau, dir gibt's noch, aber die ist dann schon zu groß. Kick, das geht nicht. Sag ich doch. Wie soll das denn gehen? Kann ich nicht. Mann. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Hier muss doch irgendwas sein, was ich benutzen kann. Okay, ja, vielen Dank. Benutze den Spion, um eine... benutze den Spion, um einer großen Figur eine Maske aufzusetzen. Und ne, okay. Oh, damn. Also ist er doch nützlich. Das Problem war gerade bloß, er hat irgendwie nur so komisch geflüstert, wenn ich ihn benutzt habe. Okay. Das heißt, ich brauche den Spion. Hier ist er. Und jetzt muss ich in eine größere. Geht das? Aufgepasst. Ja, nee. Ja, toll. Ja, gut, kann ich mich einsauen. Entschuldigung, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Bist du noch größer? Hier, gucken wir mal. Nee, auch nicht. Ach, Menno. Okay, bewegen wir uns mal zu der großen Puppe da nach oben, die eine Maske trägt. Die hat bestimmt auch irgendeinen Fetisch. Leute, ich sag's euch, die hat irgendeinen Fetisch. Aber ich komme noch da nicht rein. Und mit der hier erst recht nicht, oder? Jetzt hat? Nö.
Wenn ich die kurz erstrecke, ist es dann mit ihr passiert, oder? Ha? Komm doch nicht rein. Jetzt halt? Nee, nicht du. Hallo? Ist hier schnell rein? Nee, ich check's nicht. Benutze den Spion, um einer großen Figur eine Maske aufzusetzen und nähere dich dann dem Wächter. Benutze den Spion, um einer großen Figur eine Maske aufzusetzen. Oh! Ja, ich habe das nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber er hat im stillen, heimlichen, hat er sich eine Maske übergestülpt. Na gut. Dann wollen wir mal. Ja, dann nehmen wir noch eine größer. Ist ja kein Ding. Nehmen wir dich hier halt. So, und jetzt? Entschuldigung. Ja, dann machen sie halt. Ja, super. Jetzt hat der eine Maske, aber der hier nicht. Ah, das habe ich bis jetzt noch nie, nicht gesehen. Okay, na gut, aber du hast jetzt die richtige Größe, oder? Ach, du bist ja, ich muss dringend aufs Klo. Ach, deswegen hat er die ganze Zeit die Hände da am, ihr wisst schon. Und das ist Mutti und wir springen ihr an die Brust. Ach, wie herzlich. Mama, stopp. Was denn? Ach, Charlie, ich habe dich so vermisst. Ich glaube, du bist gewachsen. Na endlich, ich Stöpsel. Das sagst du immer. Du weißt, dass es nicht stimmt. Oh, wie deprimierend. Wir werden auch immer gemobbt deswegen. Nun ja, auf jeden Fall fällst du dich erwachsener. Du bist ja so tapfer. So. Mama. 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 Charles, Alistair Blackmore, hör auf deine Mutter, wenn sie etwas Nettes dir sagt. Oh, jetzt kriegen wir auch noch einen Arsch voll. Danke, Mama. Oh, ich spüre... Ja. Freut mich zu sehen, dass du nicht vergessen hast, wie man lächelt. Ja. Mama, wir verstecken alle... verdammt. Meine Güte, du hast recht. Wir haben nicht viel Zeit. Ich probiere mal schnell zu lesen, weil ich ja weiß, dass da das ja schnell gewechselt wird und dann verhaspel ich mich die ganze Zeit. Das ist echt ein Teufelskreis. Juhu, wie sie sich alle freuen und bespringen. So. Nein, ich erschrecke dich nicht noch einmal. Das kannst du knicken. So. Wir gehen jetzt zu unserer Familie und werden uns vereinen. Ja, ganz heftig. So, gucken wir mal. Die müssten jetzt alle hier... Nö. Ja, Szenenwechsel, ne? Und da sind wir, Auftritt. Die erste. Charlie, du hast es geschafft. Jo, klar. Ich hab dir doch gesagt, dass das kein Problem ist. Ich weiß, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Es ist nur so, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Hört jetzt endlich das Quasseln auf und helft. Wer was denn eigentlich? Wir haben noch keinen Weg durch den Kohlewagen und zum Maschinenraum gefunden. Ich bin mir sicher, dass ich eine Lösung finden kann. Okay. Ich wette, es geht schneller, wenn wir alle zusammenarbeiten. Jo, das ist ja der Sinn des Spiels, oder das Spielprinzip, besser gesagt. So, hilf deiner Familie, in den Maschinenraum zu gelangen und den Zug anzuhalten. Ja, das haben wir vor. Das hätten sie mir jetzt auch nicht extra sagen müssen. So, sie erschrecken trotzdem alle. Ja, es ist schon leicht komisch, in die eigene Familie reinzurutschen. So, und das hätten wir. Agnes Blackmore. Und was kann die? Ja. So, da ist ein Schloss aber. Ja, das... Ja, nee, ist klar. also das war jetzt mal völlig sinnfrei. Na gut. Und jetzt eine Steinmauer. Okay, der Nächste. Was kann er? Der legt sich schlafen. What the? Okay, das war wie es scheint seine Spezialtechnik. Deswegen konnten wir das auch vorher nicht ausprobieren. So.
Die kann wahrscheinlich das Feuer aushauen. Oder die hat da. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Das ist so eine altertümliche Kerzenglocke. Damit hat man früher immer, ja, in Sakristeien oder so, die Kerzen ausgemacht. Genau, und wir machen damit eine Kaminflamme aus. Ne? Ist ja fast das gleiche. So, und völlig idiotensicher werden die Durchgänge auch immer kleiner. Dann gucken wir mal weiter. Wir nähern uns jedenfalls einem fulminanten Ende. Ich weiß ja nicht, ob es insgesamt das Ende ist. Mal gucken. Ich kann nicht durchgehen. Ja, dann machen wir doch mal diesen Trick hier. Und sind durch. So. Sieht eigentlich eher aus, als wären wir irgendwie in London auf so einem alten Gemäuer. Als wie irgendwie, ne, auf einem Zug. Aber okay. So, hier schaufeln wir jetzt noch ein bisschen. So, und der auch. Ja, komm mal weiter, Kleiner. Ich hab gedacht, du hast Übung. Dank Kinderarbeit. So, und da passen nur noch wir durch. Wie jetzt auch anders sein können. Und runter. Charlie, ich bin's, dein Vater. Oh mein Gott, Vater. Die Küstenplattform. Papa. Oh. So, da liegen wir jetzt auch wieder an der Schulter. Charlie, mein Junge, ich habe immer gewusst, dass du mich finden würdest. Also wenn das jetzt geht, dann lache ich. Laut und herzlich. Okay, Charles, ich glaube, du wirst etwas Hilfe brauchen. Na, sowas. Ihr könnt uns wie eine Ratte durchnagen. Das wäre doch eine Idee. Komm zurück. Ah, okay. Wir knuddeln jetzt eine Runde. Wir knuddeln das Seil zu Tode. Es wärmt mein Herz, euch alle hier zu sehen. Schnell, Familie, bindet mich los. Wir sind zu spät. Warum denn? Ey! Bam! Faceplant! Na, wenn das mal nicht die Blackmores sind, ihr schmutzigen Schornsteinkriecher, seid viel zu spät dran, um mich zu... Du sollest dein Feuer noch nicht schüren, Baron. Die Behörden werden deiner Schurkerei zweifellos ein Ende bereiten. Und er lacht. Wenn sie mich fangen würden, ich lege ab und segle mit der ganzen Plattform in ein Nachbarland, das meine Art des Geschäftmacherei zu schätzen weiß. Okay. Das heißt, dann kümmere ich mich, Papa. Ach so, darum kümmere ich mich, Papa. Entschuldigung. Einen Moment, Sohn. Lass uns dies zusammentun. Als Familie. Und wir, ja, schlupfen wieder aneinander, ineinander und quer und küssen uns und... Jo. Dreideckerzug holt Weisen. Reden ist die beste, bla bla bla. So, die Plattform. Und er spielt dann Hebeln und macht damit Musik. Was ist das denn? Okay, what the... Waren das gerade alles kleine Kinder? Ziemlich strange ausgesehen, ehrlich gesagt. Tja. Okay. Finde einen Weg, den Baron aufzuhalten. Natürlich sind wir nicht gefesselt, sondern stehen wieder ganz allein auf einem großen Platz. Wäre es auch anders sein sollen. Wenn das Spiel etwas Hirn hätte, dann wären wir jetzt wenigstens in einem Kerker aufgewacht. Aber nun gut. Ja, wie viel haben wir denn? 13,50. Das passt eigentlich, weil ich wieso noch was erzählen wollte. Meinen, ja, treuen Zuschauern, / Abonnenten, whatever. Zufälligen Leuten, die hier gerade dieses Video gefunden haben. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe. Ich mache ja noch ein Together mit der C, nennt sie sich. Ich weiß gerade nicht ihren richtigen YouTube-Namen, aber ich habe diese Dame auch in meinen Kanal reingepackt, also unter besondere Kanäle oder wie ich es nenne, brauchbares Gedöns. Da, ja, das Mädel mit den pinken Haaren. Mit der spiele ich gerade Diablo 2, oder Diablo 2 besser gesagt. Den ersten Akt haben wir schon abgeschlossen und ich lade keine Parts hoch, beziehungsweise nehme nicht mit auf, aber diese Person halt. Und wenn euch das interessieren sollte, geht doch bitte auf ihren Kanal und dann findet ihr diese Parts, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich glaube inzwischen sind schon 6, 7, 8 Parts, also jedenfalls fast 10, ich weiß es gerade nicht. Aber wir labern ganz viel Bullshit auf gut Deutsch und ja, es ist auch ganz nett anzusehen, neben einer Pizza oder sowas, denke ich mal, geht das ganz gut.
So, sonst habe ich jetzt wirklich die letzten paar Minuten verquasselt. Das heißt, wie immer, liked mich, beziehungsweise disliked mich oder das Video, wie auch immer. Aber wenn ihr disliked, bitte mit Kommentar. Ich bin raus, euer Nerd Rage. Servus.